So, die Team-Preview für das heutige Match. Wir sehen schon, wir haben Lashoking, Rotom Cut, Rasa, Gastrodon, Piondragi und Famicula. Ja, was ist die Idee hinter dem Team? Ich habe keinen Spinner oder Defogger und keine Stealthrocks. Der Grund dafür, aus irgendeinem Grund kann Gastrodon keine Stealthrocks erlernen. Und ich hatte keine Lust, das Team nur noch groß umzubauen, deswegen keine Stealthrocks oder Spinner. Man sieht, ich habe sehr viel dazu gelernt. Nein, aber das war ein Team, das ich recht schnell zusammengeworfen habe, einfach um wieder ins Competitive reinzukommen. Ab dem vierten Match jetzt quasi, da ich mit jedem Team 3 Kämpfe machen will, werde ich auch mit Ersatz und so spielen. Auf jeden Fall, das Ganze ist ein RU-Team. Elizabeth sollte man inzwischen ja kennen, zumindest wenn man meine GPL-Matches geguckt hat. Flammenwurf, Eisstrahl, Siedewasser, Psychoschock, mäßig, Beliebekraft, Offensivfeste. 252 in Special Attack und HP. Das Ding kann unglaublich viel tanken und unglaublich viel austeilen. Ich wollte gerade ausstecken sagen. Austeilen. Gute Coverage auf jeden Fall. Und ja, mit der Beliebekraft bleibt es sehr lange am Leben. Dann haben wir Poltergeist, das Rotom. Scheu, Schwebel, Wahlglas, Donnerblitz, Blättersturm, Voltwechsel, Trickbetrug. Auch nichts Besonderes wirklich. Soll gut draufhauen und mit Trickbetrug eventuell Walls kaputt machen, denn keine Wall möchte gechoiced sein. Hat die Bodenimmunität, was natürlich gut ist, und mit Elektro und Pflanze auch ganz gute Coverage. Und hat natürlich den Vorteil mit Voltwechsel, dass wir damit Momentum generieren können. Dann haben wir Jared, das Famicula. Einer von unseren beiden Main-Sweepern. Mit Eisenschädel, Klauenwetzer, Kreuzschere und Steinkante. Übereifer als Fähigkeit ist natürlich ein Problem, denn das senkt unsere Genauigkeit, erhöht dafür unseren Schaden. Deswegen wollen wir nach Möglichkeit mit Klauenwetzer eine Runde setupen. Setupen? Upsetten? Ne, upsetten klingt auch doof. Eine Runde wollen wir einen Setup-Move benutzen. Und dann mit Leben Orb sweepen. Famicula ist tatsächlich ziemlich schnell. Hat einen Base-Speed von über 100, weiß ich. Was im RU gar nicht mal so wenig ist eigentlich. Und kann tatsächlich durch eine recht gute Coverage auch gut sweepen. Dann haben wir Peaches, das Rasaf. Soll Momentum generieren mit Kehrtwende und ist so ein bisschen Late-Game-Sweeper mit dem Wahlschall. Nahkampf, Kehrtwende, Eishieb, Erdbeben, gute Coverage, wie gesagt, Kehrtwende bis zum Scouten und um uns Momentum zu geben. Siegeswille, wenn man bedenkt, wie oft Bedrohung und so eingesetzt wird, ist Siegeswille echt eine nette Attacke. Fähigkeit. Funktioniert auch gut, wenn man in sowas wie ein Klebenetz reingeht oder wenn der Gegner Defog benutzt. Denn damit seinen Angriff um 2 Stufen zu boosten, ist schon nicht schlecht. Und funktioniert wie gesagt super gegen Bedroher, denn der Angriff hat um 1 gesenkt und dann durch Siegeswille um 2 erhöht. Also kommt man auf plus 1. Dann haben wir Romanov, das Piondragi. Hat Superschütze, Prunusbeere, um gegen die Statusveränderungen wirken zu können, egal ob, keine Ahnung, Schlafpuder, Donnerwelle oder Ehrlicht. Abschlag, Schwertanz, Nassschweif und Gifthieb als Attacken. Abschlag. Es ist Abschlag. Und es ist Stab und es macht einfach böse Schaden. Dann Schwertanz als Setup-Move, denn Piondragi kann tatsächlich sweepen. Dann Nassschweif als Coverage und Gifthieb als weiteren Stab. Ist auch gut gegen Feen-Pokémon und Pflanzen natürlich. Aber in erster Linie ist das einfach ein sauguter Stab-Move. Warum ich Gifthieb benutze und nicht Crosspoison, ich bin mir gerade nicht sicher, wie es auf Deutsch heißt. Crosspoison hat eine höhere Volltrefferquote, was natürlich mit Superschütze echt nice ist. Aber ich habe lieber mehr Base-Power als eine höhere Crit-Chance, bin ich ganz ehrlich. Ich bevorzuge solide Nummern über RNG. Und dann als letztes Adam. Übrigens Romanov, ich wollte ihn zuerst Hawkeye nennen, wegen dem Farben und Superschütze als Fähigkeit. Aber da es weiblich wurde, habe ich mir dann gedacht, komm, Black Widow, Romanov, warum nicht? Und dann Adam, wenn ihr den Namen versteht, dann not bad, ich habe da ein bisschen um die Ecke gedacht. Kühn ist meine physisch-defensive Wall, glaube ich. Da musste ich einmal cutten, Entschuldigung. Ist meine physisch-defensive Wall. Genesung, Siedewasser, Toxin, Erdkräfte. Siedewasser, um Gegner zu verbrennen, Erdkräfte als Stab, Toxin, um Sachen zu vergiften und Genesung zu stallen und zu heilen. Dann Sturmsog und Überreste, gibt uns die Wasserimmunität. Überhaupt sieht man, wir haben recht viele Immunität mit diesem Team. Wir haben die Bodenimmunität, wir haben die Giftimmunität, wir haben eine Psychoimmunität und eine Wasserimmunität und Elektroimmunität. Also
wir sind schon wirklich gut immun gegen viele Sachen. Aber ansonsten, ja, das war's mit dem Team. Und dann geht's los mit dem Kampf. Transition. Und damit, hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich habe jetzt schon die Einleitung verkackt, aber wisst ihr was? Das ist mir egal. Wir lassen das so drin. Denn das ist der erste Kampf in diesem Jahr. Der erste Kampf seit langer Zeit mal wieder für mich. Und ja, ich habe ja schon am Anfang ein bisschen erzählt, warum das wieder losgeht und so. Deswegen möchte ich eigentlich lange drum herum reden. Wir schauen uns einfach mal unser Team an. Und sein Team natürlich auch. Wobei, wir müssen uns gar nicht das Team anschauen, weil ich das schon hier vorgeschnitten habe quasi. Also schauen wir einfach mal, was er dabei hat. Er hat dabei Baldurfisch. Ich hasse das Viech. Baldurfisch. Er hat dabei Fernontor. Er hat Noctu. Vylord. Reptine. Und Blitzer. Ein paar sehr interessante Pokémon, wie ich finde. Er schreibt mir gerade Good Luck, Have Fun. Das ist aber lieb von ihm. Warte mal. Kannst du U-Turn? Du kannst U-Turn. Ich würde gerne mit Blitzer liegen. Mit Rotom. Aber dann besteht die Chance, dass er das einfach mit seinem Blitzer countert. Deswegen liegen wir mit Peaches. Und werden dann vermutlich U-Turn, je nachdem, was er rausschickt. Ich bin sehr gespannt. Ich habe zugegebenermaßen vor 2 Wochen oder so nochmal 1-2 Wi-Fi-Kämpfe gemacht. Aber das war nur so, ne, warum nicht? Und das ist jetzt der erste ernste Kampf seit langer Zeit mal wieder. Denn wie man weiß, nehme ich meine Wi-Fi-Kämpfe besonders ernst. Das ist ja allgemein bekannt. Er schickt Mr. Puff. Okay. Kann er meinetwegen gerne machen. Der Bedroher hilft mir sogar. Denn damit kriegen wir Siegeswille getriggert. Aber wir tragen wir den Walschal? Ich glaube, wir tragen Walschal, ne? Ja, schade. Ich hoffe, Erdbeben ist ein Two-Hit. Bei plus 1. Das ist fast ein One-Hit. Und das ist eine Menge Schaden. Holy shit, das ist eine Menge Schaden. Es könnte sein, dass er hier jetzt auf Explosion geht, wenn er das. Obwohl, nein, er hat Giftschleim, ne? Wenn er rauswechseln würde, dann in Noctu. Ich gehe auf die Kehrtwende. Ach nee, ich kann gar nicht auf die Kehrtwende gehen. Ich trage den Wahlschalter, da war was. Aber ich will nichts riskieren. Ich gehe einfach auf Erdbeben. Okay. Er ruft zurück. Schickt Morgengrau rein. Das wird höchstwahrscheinlich Noctu sein, ja. Gut, hier hätte es Sinn gemacht auszuwechseln, aber ich wollte echt nichts riskieren. Ist Noctu physisch oder speziell? Ich hoffe einfach mal, es ist physisch. Ich glaube, es ist physisch. Dann gehen wir in Adam. Ich höre übrigens gerade mega gechillte Pokémon Center Musik im Hintergrund. Die gar nicht in den Kampf passt, aber das ist mir egal. Luftschnitt, das ist speziell? Echt jetzt? Na gut, aber es macht so oder so keinen Schaden. So. Was könnte er reinschicken? Ist eigentlich relativ egal, was er reinschickt. Ich hoffe auf Vylord. Wobei Vylord mir nichts anhaben könnte. Reptine noch am ehesten. Gegen Reptine möchte ich dann entweder Romanov oder Jared reinschicken. Aber wenn er mit dem Eisstrahl rechnet, dann wird er nicht in Reptile gehen. Ich gehe aufs Toxin. Er geht auch aufs Toxin, okay.
Ich habe noch nie gegen Noctu gespielt. Deswegen habe ich keine Ahnung, was es macht. Aber okay, beide aus Toxin, beide aus Toxin. Wir könnten uns jetzt gegenseitig mit Roost und Genesung ausdolen. Aber... Ich möchte ihm gerne bei recht vielen HP behalten. Deswegen schicke ich Elizabeth rein. Wenn das jetzt predicted und auf noch ein Toxin geht, dann Respekt. Er bleibt auf jeden Fall drin, wenn er auswechseln würde. Dann wäre er vor uns rausgegangen. Nein, er geht nochmal auf den Luftschnitt. Wollte uns hier jetzt vermutlich ein bisschen stallen oder ein bisschen Chip-damagen. Aber wenn ich mir das so angucke, haben wir. Er könnte in Blitzer gehen. Aber wir haben nicht wirklich einen Grund, nicht auf Eisstrahl zu gehen. Deswegen machen wir das. Ja, wir machen das. Wir gehen einfach auf Eisstrahl. Kann sein, dass er jetzt den Wailord wechselt oder so, aber soll er doch. Er geht in Blitzer. Aber ich glaube, ein Eisstrahl und ein Psychoschock sollten ihn rausnehmen, oder? Oh, Oh, da kommt der Freeze. Danke, Tim. Danke. Das weiß ich zu schätzen, dass du mir deine Kräfte geliehen hast. Ich meine, wir hätten so oder so einen Angriff überlebt. Außer es ist Choice Specs Donner oder so. Aber durch die Assault Vest hätten wir ziemlich sicher einen Angriff überlebt. Was nicht heißt, dass der Freeze nicht mehr hat, um Gottes Willen, aber er ist jetzt nicht so ausschlaggebend. Baldurfisch hat noch, was waren das, 20% oder so? Blitzer ist raus. Und Noctu ist vergiftet. Ich möchte auch keine Damage Calcs laufen lassen. Denn. Warum? Also, solange das nicht gerade echt ein mega knappes Match ist, dann vielleicht. Icebeard. Könnte mir mit Gefriertrockner gefährlich werden. Aber ansonsten sind wir mit Flammenwurf ziemlich gut dabei gegen das Ding. Und selbst ein Gefriertrockner dürfen wir uns nicht one-shotten. Gut, ist ein mega ferner Tor. Das ist jetzt. Oh, Überraschung. Knirscher. Okay, not bad. Kriegt den Death Drop? Der Flammenwurf dürfte nicht ausreichen. Nee. Ja, komm. Kann zwar gut sein, dass er mixed ist. Knirsch habe ich. Ich meine. Keine schlechte Option, ne? Geht hier auf die Rückkehr, okay. Au. Das war mehr Schaden, als ich erwartet habe. Bin ich nicht physisch defensiv? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich physisch defensiv bin. Aber gut, das ist ein Stab, Eisschicht, glaube ich, heißt die auf Deutsch. Geboosteter Rückkehr-Move-Gedöns. Okay, da schicke ich jetzt am besten was Schnelles rein. Und zwar. Wenn ich mir sein Team angucke, möchte ich gerne in Poltergeist. Und dann. Ihr müsst wissen, ich habe die Team-Preview erst nach diesem Kampf aufgenommen. Deswegen gucke ich lieber nochmal nach, was die an Attacken und so haben. Und dann einfach mit dem Voltwechsel raus. Entweder er bleibt drinne und er kriegt die Priority, oder er wechselt raus und kriegt nicht die Priority. Aber so oder so werden wir ihn. Er hat Ice Shard. Er ist schneller? Was für ein Speed hat das Ding? Gott, Pokédex ist ja nicht so langsam. 100? Was für ein Rotom denn? Rotom.
Er ist echt schneller als wir. Oh, wow. Okay, aber er ist nicht schneller als ein gescarftes Radhaft. Die Frage ist hier nur, ob eine Kehrtwende ausreicht. Bei 107 Verteidigung. Doch, doch, die reicht. Ah, er wechselt aus, okay. Wow, ich dachte, Rotom wäre schneller. Ich dachte, Rotom hätte einen Base-Speed von 100 irgendwas. Da lag ich offensichtlich daneben. Und jetzt ist eins meiner wichtigsten Pokémon gegen sein Team weg. Ich habe nämlich nicht wirklich eine Ahnung, was ich jetzt noch gegen Wailord machen soll. Wenn ich ehrlich bin. Okay, komm, Romanov. Ich glaube an dich. Was für ein Speed hat Pion Draghi? Ich habe nämlich, glaube ich, keinen Tiefschlag auf dem Ding. Nee. Es ist langsamer als Dingens. Dann gehen wir einfach auf Abschlag. Scheiß drauf. Ich wollte mich noch zum Schwerttanz boosten, aber... Du kannst mich nicht vergiften, Kollege. Oh, das überlebt das natürlich. Okay, aber er stirbt am Toxin, glaube ich. Ja? Ja. Okay, damit ist dann auch, wo ist es? Noctu. Vielleicht kann ich den Tiefschlag bluffen. Ich möchte auf jeden Fall auf Abschlag gehen. Ich möchte auf jeden Fall auf Abschlag gehen, was auch immer das Ding für ein Item hat. Warum ist das schneller? Es ist Wailord! Dass ich Rotom nicht mehr habe, fuckt mich so ab, ne? Nur weil ich dachte, das wäre schneller. Na, Psychoschocke, wie viel Schaden machst du? 5? Wechselt aus. Okay, will ein Free Switch in? Offensichtlich. Ah, das Match noch zu gewinnen dürfte schwer werden. Ich wollte gerade gucken, ob wir den Angriff überleben, aber ganz ehrlich. Solange er nicht Verfolgung benutzt, sollten wir sicher sein. Denn wenn ich jetzt nochmal auswechsle, ist das Gute, wir kriegen HP zurück durch unsere Fähigkeit. Er boostet sich hier mit einem Schwerttanz. Ich gehe davon aus, dass er einen Fokusgurt trägt. Er kann uns mit nichts wirklich treffen, oder? Ich überlege gerade, ob ich nicht mit Clownwärzer booste, aber ich muss das Risiko eingehen und einfach mit einfach meinen Angriffen draufgehen. Denn wenn er tatsächlich den Fokusgurt trägt, muss ich ihn... Muss ich ihn damit... muss ich ihn den erst wegschlagen.
Alles andere ist schwachsinnig. Okay, wir treffen mit der Kreuzschere. Ich wollte gerade sagen, der trägt keinen Fokusgurt, aber das konnte man nur so schlecht sehen auf dem Screen. Ableithieb. Ach stimmt, das Ding kann Ableithieb. Das sollte ich wissen, das kann meins nämlich auch. So, aber solange wir jetzt nochmal mit der Kreuzschere connecten, ist alles gut. Ich glaube an dich, Jared. Ah, natürlich. Die Fähigkeit, Entlastung, da war was. Wenn wir Pech haben, haben wir das Game jetzt verloren. Wenn wir Pech haben, haben wir das jetzt verloren. Denn solange Elizabeth das hier jetzt nicht überlebt, was sie vermutlich gerade kalkt, eine plus 2 Laubklinge von einem Reptile? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das überleben. Ich meine, ich würde das Jahr nicht unbedingt mit einer Niederlage eröffnen wollen, aber hey, Learning Process und so, ne? Nee. Wenn wir jetzt doch schneller sind als er, bin ich mad. Und zwar auf mich selber. Komm, spammen wir Nahkampf. Naja, ist schneller, das war klar. Na gut, GG. Ja. Rotom zu verlieren, hat mir das Game verloren. Kann man nicht anders sagen. Ich sehe gerade, ich bin unrasiert. Oh, schön. Kann man nicht anders sagen. Das war dumm von mir. Aber trotzdem gutes Match. Ja, ihr wisst ja. Das Übliche, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Wenn ihr gegen mich antreten wollt, dann folgt mir auf Twitter. twitter.de/kuchenjäger, Link ist unten in der Videobeschreibung. Da frage ich nach Kämpfen und dann würde ich sagen, bis dahin und tschüss.